Also ihr Lieben, nach langer Zeit haben wir mal wieder Motorsport Manager im Programm und ich werde heute eine Mod installieren, in der wir quasi dann nochmal eine sehr interessante Challenge uns angucken werden. Und zwar die F1 1989 Mod. Und im Prinzip, die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, war McLaren da unbesiegbar. Und wir werden versuchen, McLaren zu besiegen. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir mal. Also, ich nenne mich mal Davido Gamingo. Ja, Geburtsdatum ist im Prinzip egal. Ich nehme trotzdem mal mein echtes Geburtsdatum rein. Und Deutschland. Ehemaliger Fahrer. Politiker, ehemaliger Ingenieur. Finanzier. Ja, komm, ein bisschen was mit Aktien mache ich auch. So, ein bisschen dunkler. Haare. So traurig ist es, aber das passt mittlerweile schon echt gut. Nein. Ja, komm. Nehmen wir was mal so. Und Brille habe ich zum Glück nicht. Let's go. Wir wählen ein Team. Und zwar in der Single-Seater-Variante. Oh, da möchte ich aber auch mal ganz kurz schauen. Okay, diese Übergangsgrafiken wurden anscheinend nicht angepasst. Okay, wir haben zum einen an dieser Stelle nicht rauchen, ihr Lieben. Rauchen ist nicht cool. Ich möchte aber mal sehen, was zum Beispiel in der Formel 2 quasi alles drin steckt. Der Mod. Okay, weitere Teams. Larousse, Ligier. Ist das Brabham? Zack, Speed. Ich weiß noch, als wir jung waren, also sehr, sehr jung waren, Kids waren, da war ich beim guten Batzmann-Anton immer zu Hause. Wir haben immer gespielt und er hat einen Zack, Speed Jaguar. Okay, also GT-Serie findet quasi nicht statt in dieser Mod. Da müssen wir so rein. Let's go. Also, McLaren gilt es zu besiegen. Boah, und wir könnten jetzt überlegen. Ferrari, Williams, Benetton oder Lotus. Ich würde schon gerne ein etwas stärkeres Team nehmen. Also Minardi vielleicht nicht. Benetton, Williams oder Ferrari? Ich nehme mal Benetton. Das ist das einzige Team, das ja nicht mehr quasi in der Form da ist. Von diesen dreien. Und 4 Stimmen im Chat wurden abgegeben für die Teamwahl. 2 waren für Benetton, 1 für Williams, 1 für Ferrari. Gehen wir mal rein. Okay. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Equal Engines for everyone. Und Ehre Terror Toast für den 14. Monat. Don't know what to say, also nabend. Moin. Servus, mein Lieber. Okay, wir haben Johnny Herbert und Nannini. Okay, da müssen wir mal gucken, was wir alles machen. Erstmal Fahrzeugteileentwicklung. Wir können natürlich gucken, dass wir unser Fahrzeug weiter verbessern. Überall das viertstärkste Team. Ist ein bisschen lame, aber hey. So, plus 20 machen wir mal grundsätzlich. Grundsätzlich, genau. Zuverlässigkeit bei 6 Teilen gleichzeitig. Okay, auf was sollte ich zuerst gehen? Ich gehe mal auf Performance. Ich glaube, Zuverlässigkeit. Oh, wait a second. Dann machen wir das mal so, weil hier haben wir 65% beim Getriebe. Okay, Boxencrew. Boah, das wäre cool, wenn das halt gut automatisiert passieren könnte. Ich glaube, da muss ich noch einen Dude mal hinzufügen. Der sieht ganz kompetent aus. 17 hat er hier. Ja, nehmen wir mal rein. Hier statt an Angele. So. Einführung Gewichtsreduktion, okay. Ziel ist Platz 2. Oh boy, das wird lustig. Da gucken wir uns mal die Fahrer ganz kurz an. Ich habe ja eine eigene Meinung zu den ganzen Piloten, wo... Okay, warte mal. Natürlich jetzt erstmal die spannendsten Fahrer, insbesondere für diese Challenge.
raussuchen. Warte mal, nach Vornamen sind die sortiert, dann ist Alarm Prost ja hier auch schon gewählt. Ja. Boah, ja, okay, so ein paar Komfortoptionen wären dann halt auch nochmal sehr cool, wenn man da sagen könnte, ey. Man beobachtet einfach auf einen Schlag 50 Leute. Christian Danner! Geil! Ja, natürlich sichten wir ihn auch. Christian Danner, Diggi. Ja, let's go. Ja, warte mal, Nationalität. Mal gucken, welche deutschen Fahrer hier noch dabei sind. Joachim Winkelhock. Bartels, Wiedler. Bernd Schneider. Eieiei. JJ Leto. Alesi haben wir. Aber wir haben 3,3 Millionen aktuell. Können wir da im Hauptquartier eventuell etwas anpassen? Darf man Schulden aufnehmen? Oh ja, darf man. Sponsoren waren auch wichtig. Stimmt. Einkommen pro Rennen anderthalb. It's Saturday, Sunday, what? It's Friday, then! Saturday, Sunday, what? Und Blackjet Phantom, danke für den 4. Monat dir. Hey, Runden. Moin, moin. Servus, mein Lieber. Okay, 4,5 Sterne bei Nanini ist schon mal heftig. Heftigst. So, gucken wir mal weiter. Ja, verstanden. Und Boxenstops. Ja, jetzt gucken wir mal. Schauen wir mal. Also Fahrerscouting abgeschlossen, das ist so unser erster wichtiger Punkt. Fanreaktion. Eurosport sagt, ich werde abwarten, wie der Videogamingo sich macht. Es könnte eine großartige Wahl sein, wäre eine positive Reaktion. Ist Gamingo wirklich gut genug, um unser Team zu führen? Fragt ein weiterer Fan. Ja, Rio de Janeiro wird spannend. Mal gucken. So. Diese Saison geht es darum, einen Outsider in ein Top-Team zu verwandeln. Zwei große Talente. Moral gestärkt weiter. Vierter in der Meisterschaft. Das geht noch besser, das kann ich Ihnen versprechen. Oi, Memo! Finanzielles Geschick wird nicht in Frage gestellt. Was würden Sie denn sagen? Ich verstehe die Bedenken, aber ich betroffe. Ist ein wichtiger. Ich würde lügen, wenn ich sagte, ich wäre nicht nervös, aber wenn die Fans mich unterstützen, werde ich versuchen. So. Rein. Das wird gut. So, Fahrerscouting gleich abgeschlossen. Dann schauen wir mal, wie gut ist Ayrton Senna. Okay, 5 Sterne. Boah. Das wird eine heftige Challenge. Ach du. So, nächstes Scouting abgeschlossen. Alarm Prost. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bereiche, in denen er 19 hat. 1, 2, 3, 4, 5 Bereiche, in denen er 19 hat. Von der reinen Summe der Attribute ist also Alain Prost in der Mod der bessere Fahrer. Und ich habe ja gesagt, ich habe eine persönliche Meinung, die ja leicht von einigen Meinungen abweicht. Das Ding ist, ich persönlich würde halt sagen, dass Alain Prost likely der etwas bessere Fahrer ist. Denn wenn man sich die gemeinsamen Jahre von Ayrton Senna und Alain Prost bei McLaren betrachtet, dann fallen zwei Sachen auf. Punkt 1, natürlich sind beide Fahrer einmal mit McLaren Weltmeister geworden. Aber Punkt 2, Alain Prost hat in beiden Saisons mehr Punkte geholt. Und in der Saison, in der Senna Weltmeister, und auch trotz dieser ganzen Crash-Thematik und Disqualifikation für Senna-Thematik, so oder so, Prost hätte den Titel dann auch geholt. Your first victory since the 2009 Belgian Grand Prix. Tell us about your emotions at this time. No much, really.
Das machen wir. Und Ehre Robi für den 6. Monat mit Prime. Hey Dave, danke für deinen Content und viel Erfolg für deine Mission. Ehre, mein Lieber. Moin, moin. Schnell nochmal kurz formuliert. Also, insofern, Alain Prost war eigentlich in beiden Saisons der Fahrer, der mehr Punkte geholt hat und der dementsprechend auch konstanter unterwegs war. Und ich bin ja jemand, und das merkt man ja auch in meiner Bewertung für Lewis Hamilton oft, ich bewerte Fahrer oft auch gerne danach, wie konstant sie unterwegs sind. Und da muss ich halt sagen, sehe ich halt Alain Prost als den stärkeren Fahrer an. Insbesondere, wenn er in beiden Saisons, die beiden gefahren sind, mit dem gleichen Material mehr rausholt. Boah, das wird jetzt spannend. Prämienpool 400.000 oder 150. Ich nehme mal erstmal fürs erste Rennen die safe Option. So, rein! Let's go. Stimmt nicht ganz. Kannst mich gerne korrigieren, Raikon. Warum gab es überhaupt diese Streichergebnisse? Genau, da kann man mal ganz... Also, Streichergebnisse, warum genau? Es gibt halt verschiedene Gründe. Vielleicht, weil Technik oder so mal versagt. Fun Fact, wenn du DNF hattest, wurde das DNF nicht als Streichergebnis zugelassen. Das heißt, wenn du dreimal ausgeschieden bist... Oder Moment, ich muss mal kurz überlegen, wie genau das war. Ich glaube genau. Aber das Ding ist, ganz kurz, wenn jetzt... Moin, wer auch immer da gehupt hat. Ich glaube, Alain Prost wurden 3 oder 4 zweite Plätze gestrichen dann in seiner WM, in der Saison, in der dann Senna Weltmeister geworden ist. Verstehe ich nicht. Moin, Fred Killer. So, Gewichtsreduktion. Oha. Okay, das sind kritische Teile. Dann nehmen wir mal die nicht kritischen Teile, die 70% haben. Und ballern mal 5% raus. Okay, let's go. Ja, warum kann ich hier bei 3 Sachen... Moment. Ah ne, hier habe ich auch nur bei... Ah ne, hier habe ich... Oh Gott, beim Heckflügel der kritisch... Ich wusste doch, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. So, let's go. Das wird jetzt interessant, was die Setup-Findung angeht. Ich denke mal, sehr weiche Reifen sind schon mal ganz okay für den Anfang. Das ist belastend. So, und dann gucken wir mal. Let's go. Erstes Training. So, so oder so, ich persönlich sehe da Alain Prost als den etwas stärkeren Fahrer der beiden an. Kann man gerne anders sehen. Senna ist halt, ich glaube, deswegen wird er auch oft einfach höher gesehen als Prost. Senna ist halt ein Fahrer, der halt sichtbar emotional drauf war. Und Alain Prost halt nicht, der war der Professor. Und deswegen. Raikon, du machst gerade einen entscheidenden Fehler. Die Aussage, dass man Motorversagen quasi rausstreichen wollte, stimmt nicht. Bei beiden hast du gleich viele Punkteergebnisse oder Zieleinfahrten, die gestrichen wurden. Dementsprechend, ich habe mir das haargenau angeschaut, dementsprechend hat Alain Prost definitiv die besseren Saisons abgeliefert. Okay, abgenutzte Reifen sehen wir gerade. So war die Begründung von damaligen F1-Experten. Ja, aber die Streichergebnisse waren dann halt einfach nicht ganz so geil geregelt. So, ich suche das im Hintergrund gerne nochmal raus.
wusste, dass das heute wichtig wird. Warum habe ich das nicht nochmal rausgesucht? Wo ist meine andere Tastatur eigentlich? Ach, da. Hallo. Ui. So, 1988 müsste es sein, glaube ich, wo die beiden alles wegdominiert haben. So, zum Thema, Senna hatte viel mehr Motorschäden. In der Saison, in der Alain Prost 105 Punkte holte und Senna 94, hatte Senna ein DSQ und ein DNF. Ihm wurde ein 6. Platz gestrichen und ein 4. Platz. Prost wurden 3 zweite Plätze gestrichen. Und ich glaube, Senna wurde noch ein 10. Platz gestrichen, wo er zwar ausgeschieden ist, aber trotzdem noch ins Ziel gefahren ist im Prinzip. Prost hat übrigens 2 DNFs. 2 DNFs Prost, 1 bei Senna. Wenn man diesen einen 10. Platz, wo nur wegen gefahrener Distanz die Position gewertet wurde, dazu zählt, haben beide 2 DNFs. Und selbst wenn das DSQ nicht wäre, hätte Senna höchstens 104 Punkte geholt und Prost 105. Quaderat Demonstrandum. Also, tut mir leid. Man kann gerne viel diskutieren, ob Senna besser ist oder ob Prost besser ist. Die Ergebnisse sprechen aber eindeutig für Prost und da gibt's nichts zu rütteln. Sehe ich den Vorfall, dass Sennas Sieg aberkannt wurde? Was genau meinst du? Oft hilft ein Jahr und ein Rennen noch dazu. 89 in Japan, das entscheidende Rennen. Das war kein entscheidendes Rennen. Also auch nochmal zur historischen Aufklärung. Raikkonen, guck dir doch bitte mal kurz die Ergebnisse an, dann sind jegliche Diskussionen hier unnötig. In der Saison 89 hat Prost 81 Punkte gesammelt. Nach Streichergebnissen hat er 76 Punkte. Senna hat 60 Punkte. Wenn er nicht disqualifiziert worden wäre, hätte er maximal wie viel? 70. So oder so. Prost hat beide Saisons das Ding punktemäßig gemacht. Wie auch immer man die Sache bewertet. Deswegen ist es nichts, was entscheidend gewesen wäre. Oh, Nannini. Bestzeit. Okay, Aufhängung etwas steifer machen. Wir haben, glaube ich, im Quali noch ein bisschen Zeit. Eieieiei, mit sehr schlechtem Setup teilweise. Ach, Schreck. Okay, Fahrverhalten, muss ich mal gucken, was wir da ändern. Okay, probieren wir das mal so. Gut, reicht eh nur für eine Quali-Runde. Let's go. Okay. Eieiei, die Setups passen gar nicht. Moin, Dovi. Okay, beides auf die andere Seite bringen. So, let's go. Tronics zum Teil das, aber zum Teil auch einfach, weil, wie gesagt, er immer sehr emotional nach außen wirkte oder war und dementsprechend die Leute dem emotional wirkenden Spieler unterstützen sie halt mehr als Fahrer, als jemand, der, sag mal, der Professor heißt oder so. So, let's go. Wird auch aktuell ja für die WM unter anderem EM diskutiert, dass manche Leute halt
einfach unter Wert geschlagen werden, einfach weil sie vielleicht eine gewisse Eleganz in ihrem Spiel haben und dementsprechend als nicht leidenschaftlich angesehen werden. Und weil Senna halt eben diese Leidenschaft an den Tag gebracht hat, wird er halt von sehr vielen Leuten sehr, 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 sehr hoch gehalten. Wie gesagt, das kann jeder gerne sehen, wie er will. Für mich gibt es eine klare Antwort, wer dieses Duell da für sich entschieden hat. So. Kann ich für einzelne Sessions eventuell? Nee, okay. Wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann kann ich auch nicht zurücksteppen. Da mache ich nichts speziell fürs Quali. So, let's go. Kriegen wir beide Leute raus. Auf geht's. So, automatisches Reifen aufwärmen, das war mir damals ein bisschen zu doof. Das ist immer noch. Okay, let's go. Herbert schon mal ein bisschen schneller als Nannini. Am Ende Nannini doch schneller als Herbert. Okay, Senna, Prost, Berger, Mansell. Also, ich weiß eigentlich Mansell, aber ich glaube, Carlos Sainz hatte mal so schön Mansell gesagt. Mansell, Mansell. So, schon mal okayes Setup. Da geht aber noch was. Warte mal, Konfiguration nutzen. Dann passen wir mal ein bisschen den Frontwing an. Bisschen was würde ich schon mehr noch beim Fahrverhalten ändern wollen. Die Ultrasoft-Reifen werden jetzt alle schon fast komplett used sein am Ende. Na, mal gucken. Aktuell McLaren vor Ferrari und Williams und dann sind wir auf der 4. Oh, Purple im Mittelsektor. P2! Nannini! Du Granate! Heiliges Kanonenrohr. Was ist da denn passiert? Was zündet der denn plötzlich für ein Feuerwerk? Okay, eine Runde fahren wir mit Johnny Herbert noch. Gut, mehr können wir nicht fahren, so oder so. Obwohl das Setup schlechter geworden ist. Meine Güte. Okay, dann geht's nochmal in die andere Richtung. Das war hervorragend. Dann probieren wir das mal so anzupassen. Mal gucken, ob das Setup von Nannini jetzt ein bisschen besser passt. Er ist selbst noch nicht zufrieden mit der Leistung. Die 3,8 entspricht, glaube ich, nicht dem, wie er als Fahrer grundsätzlich auch gesehen werden möchte. Und Johnny Herbert, jetzt auf der schnellen Runde, letzte Minute der Session beginnt. Johnny Herbert, Sektor 1, keine Verbesserung. Sektor 2 hingegen schon. Und am Ende ist es eine Verbesserung auf P7. Nannini nur auf 3 jetzt und am Ende ist es auch P3. Hinter Senna und Prost. Prost vor Senna. Ja, Raikkonen hat Senna am Ende gewonnen. Nein. Punkt. Dies hätte wäre, wenn es immer so. Glaubst du denn, wenn er im vorletzten Rennen gewonnen hätte, dass er dann im letzten Rennen nicht DNF'd wäre? War so gefragt. Ich bezweifle es. Okay, da hatten wir ein hervorragendes Setup. Da war es schon nur noch gut. So könnte es eigentlich passen. Ja, das könnte gut passen. Let's go. Oh, zweimal sehr weiche Reifen könnte funktionieren. Machen wir zwei Runden runter. Darf man nachtanken? Ist Nachtanken erlaubt im Spiel in der Mod? Oh Gott, hat jemand die Mod gespielt und weiß es, ob das erlaubt ist oder nicht? Weiß es gerade jemand? Ich habe eine Idee, ich speichere das gerade mal. Dann können wir zur Not laden.
Wenn Takt genauso groß ist wie die Rennlänge, dann nein. Danke. Ich mach das mal gerade. So. Beide starten mit Supersofts. Beide starten mit aggressiverem Fahrstil, mit hohem Motormodus. Zur Not kann ich ja immer noch gucken, wie das so aussieht. Okay, Leute, it's lights out and away we go! Let's go! Und Nannini direkt eine Position liegen lassen. Während Johnny Herbert eine Position nach vorne kommt. Und ich möchte ganz kurz nachschauen. Okay, nachtanken geht nicht. Dann gucken wir mal, was hier noch geht. Herbert jetzt schon auf der 5. Beide Fahrer jetzt direkt hintereinander. Jetzt Nannini mit der Chance auf P3. Oh, und jetzt fällt er aber weit zurück. Piquet ist nach vorne gekommen im Lotus. Was ist da denn passiert? Und Nannini jetzt gerade mit Problemen. Was ist da denn los? Meine Güte. Patrese ist da vorbei. Okay, dann lassen wir Herbert noch ein bisschen stärker pushen gerade. Ganz kleines bisschen. Ja, aber wir haben die etwas bessere Strategie. Die Ultrasoft-Startenden, die müssen, glaube ich, definitiv noch einmal mehr an die Box als wir. Ich kann jetzt zur Not sagen, ich nehme jetzt die Soft-Reifen mit, statt noch mal Supersofts zu nehmen. Oh, Nannini sogar mit einer Runde mehr Defizit beim Sprit. Warum das denn? Ui, da muss ich ein Auge drauf haben. Okay, wir haben ungefähr 0,2 Runden also angespart seit Rennstart. Ey Twix, du kannst doch nicht wirklich glauben, dass mir das so wichtig ist, wenn das deine erste Nachricht ist, die du im Chat schreibst und du direkt als Dulli auftrittst. Falls du noch mal irgendwie eine extra Einladung willst, tschüss. Bei Nannini habe ich 3 Runden rausgenommen. Ja, da das ist die einzig logische Erklärung. Aber dann verstehe ich auch nicht, warum er umso schwächer beim Start ist, weil dann müsste er auch wenigstens halbwegs vorankommen, oder? So, konservativ, was die Fahrweise angeht, dann sind wir ein bisschen entspannter unterwegs. Und Stand jetzt, also ich glaube, in dieser Saison wird es eh schwer, Prost und Senna zu besiegen. Oh, Menzel will da auf jeden Fall nochmal mitspielen. Hallöchen, Kollege. Und Thierry Boutsen, der belgische Pilot, ebenfalls noch am Start. Da vorn. Während wir auf 7 und 10 sind. Aber das ist noch nicht schlimm. Wie gesagt, wir sind da auf einem strategisch ganz guten Weg. Nannini vielleicht mal in den langsameren, kurvigen Bereich ein bisschen runterziehen. Von dem Motor her ein bisschen mehr ansparen. So, und Herbert wird wahrscheinlich so nach 13 oder vielleicht kann auch er dann 14 Runden fahren und Nannini dann 15. Aber wir werden auf jeden Fall demnächst dann an die Box gehen. Ist nicht mehr so weit hin. Fast ein Viertel des Rennens ist schon vorbei. Wie heißt die Mod? Eine der meist abonnierten Mods. Musst du einfach nach meisten Abos suchen. F1 1989 Mod. Ganz einfach. So, und Palmer jetzt schon auf Kurs an die Box zu gehen, während ich gerade sehe, Senna und Prost haben auch ein Reifenmanagement des Grauens. Was ist da denn los? Wie managen die denn bitte die Reifen? Oh, und der Ferrari hinter uns, Gerhard Berger, da sieht's nicht gut aus, was die Fahrzeugteile angeht. Während ich in Nannini jetzt ein bisschen mal Sprit sparen lassen kann, während er im Verkehr ist. Also er hängt sowieso hinter Nakajima fest. Und jetzt nicht mehr. Nakajima in der Box. Aber jetzt Gerhard Berger. In der bekannten Benetton-Zange. 399 km/h. Die Formel 1 war früher in der Topspeed ein bisschen schneller. So, gleich haben wir 9 Runden durch, ihr Lieben. Ich glaube, Nannini muss sich gar nicht mal so extrem
drosseln lassen. So, mal gucken, ob wir mit Johnny Herbert eventuell so ein bisschen aufschließen. Das wäre natürlich jetzt top. Jetzt sind die Ultrasofts nicht mehr so schnell. Schauen wir mal. Ost gerade bei 26,5 gewesen. 26,7 bei Herbert. Also wir sind da pace-technisch nicht so enorm hinterher. Aber Herbert muss natürlich auch... Da müssen wir gucken, dass wir die Reifen halbwegs durchbekommen. Oh, und da ist irgendwas passiert! Platz 5 und das ist Senna! Senna mit Problemen! Senna hat einen Platten! He has a Platten! Is this a possibility? Senna mit einem Plattenreifen und damit hat McLaren hier ganz, ganz große Probleme. Im Debütrennen und Alain Prost nach dem Boxenstopp noch vor uns. Das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. So, Herbert nochmal mit Attacke. Und Ehre Bolvon für den 5. Monat dir. Merci, mein Lieber. Und moin, moin. So, ich muss gerade überlegen, was machen wir bei Herbert? Ich habe eine Idee. Wir planen mal kurz um. Let's go. Wir machen mal was. Wir machen eine Zwei-Stopp-Strategie bei ihm. Und wir pushen einfach deutlich härter. Let's go. So, Nannini in der Zwischenzeit auf Platz 2 noch. So, wir werden jetzt ungefähr 8 Runden pushen mit Johnny Herbert. Ich habe gerade gesehen, also Prost, wenn er nicht so viele Plätze verliert, dann scheint Boxenstopp hier gar nicht mal so viel Zeit zu kosten, auf dieser Strecke zumindest. So, und jetzt können wir mit Nannini nochmal die letzte Runde hier full push gehen. Ehe wir dann mit ihm zumindest die 1-Stop in Angriff nehmen können. Let's go. Und Johnny Herbert weiterhin im maximalen Push-Modus. So, komm schon, mein Lieber. Hol dir die Position. You like my base? You like it? Und Herbert, 2 Autos auf einmal. Did you like my base? Don Hawk, Ehre für den 11. Orbit Prime. Passerweise da die Sub-Benachrichtigung. Starkes Ding. Und der nächste Fahrer, Martini, der geht gleich an die Box. Ist das ein Minardi? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist ein Minardi. So, überholen. Rein da, mein Lieber. Johnny Herbert auf der 3, Nannini auf der 5. Patrese haben wir zwischen uns. Und Nannini, der kann noch ein bisschen haushalten. Das ist nicht so schlimm. Ayrton Senna, trotz der Probleme, trotz Extra-Stop, jetzt auf Platz 6, direkt hinter unseren beiden Piloten hier. Und Johnny Herbert, der pusht hier einfach weiter. Ah, Arrows ist das andere weiße Team. Okay. Robby. Mir eher als das orange-schwarze Fahrzeug bekannt. Wegen der letzten Arrows-Autos. Aber die haben halt auch je nach Hauptsponsor die Farbe gewechselt. Oh, Nannini aber mit deutlich besseren Reifen noch unterwegs als Ayrton Senna. Das ist krass. Davis, oh, quick! Zu viel gepusht. Oh. Und Storm Falcon, danke für den Prime Sub. Merci, mein Lieber. Ehre. Moin, moin. Jo, Copy Dom. So, letzter Stopp. Dann nochmal für Ultrasoft-Reifen. Und mit denen kann ich jetzt nicht mehr pushen. Da muss ein sanftes Händchen jetzt kommen. Damit die 9 Runden auch halten, tatsächlich. So, Nannini in der Zwischenzeit. Ja, da geht noch ein bisschen was. So, nochmal kurz Motormodus für einen Moment hochdrehen. E8. 2 Positionen noch bei Herbert und dann sind es schon mal Punkte. Let's go. Und Nannini bleibt ganz gut vor Senna. Aber halt noch hinter Patrese. Aber die Reifen sind halt super frisch bei Nannini. Das ist sehr, sehr gut. Weiter. Neutral. Vielleicht mal ein bisschen jetzt zwischendurch Minispurt. Dass wir halt zumindest mal die Lücke schließen können.
1,7. Ja, Fuel passe ich schon auf. Das passt schon. Das wird schon gut ausgehen. Boah, Senna mit der Schnellzone. Jetzt dreht der halt auf. Eieieiei, keine Chance. Na, aller Prost wird jetzt auch die schnellste Runde. Als würde es dafür einen Punkt geben. Leute, entspannt euch doch mal. So, Johnny Herbert. Ich darf halt noch nicht zu früh jetzt alles geben. Nakajima, dann lassen die Reifen sehr stark nach. Den dürften wir so bekommen. Also mit Johnny Herbert ist ein Punkt durchaus wahrscheinlich. Den anderen können wir dann halt auch noch kriegen. Das wird schon, Nannini. Alles gut. Nein, auch da gibt es keine Probleme, Leute. Weiter. So, Nannini könnte das erste Podium nach Hause bringen. Nakajima in der Box. Und Bootsen im Williams, glaube ich. Müsste Williams sein, ne? Ja. Aktuell gerade noch so vor uns. So, Nannini. Das ist halt jetzt die Frage, kann ich den auf neutral zu Ende fahren lassen? Ich hoffe schon. So, Johnny Herbert, da können wir jetzt mal gucken, was wir noch hier machen. Genau, da sind wir beim Fuel mittlerweile im positiven Bereich. Da geht halt noch ein bisschen was. So, mal gucken, können wir auf der Geraden überholen? Oh, Probleme. Technische Probleme bei Bootsen. Das müssen wir nutzen. Da müssen wir auf jeden Fall reingehen. Let's go. Das können wir nochmal für... Aber ich habe halt selbst kaum noch Reserven. Beim Sprit sieht es nicht so gut aus bei Johnny Herbert. Nannini noch vor Ayrton Senna. Ich fasse es nicht. Oh, der Ayrton Senna geht da für den Cent. Meine Güte. Letzte Runde läuft. So, und jetzt nochmal Herbert. Push alles aus dem Auto raus. Und auch Nannini, den lasse ich Sprit sparen bis zur letzten Startziel. Und Alain Prost gewinnt den Auftakt. Und wir können zumindest mal einen McLaren besiegen hier beim Auftakt. Aber wir punkten auch nur mit einem Auto. Schade, schade, schade. Krasses Rennen aber. Heftige Geschichte. Meine Güte. Ja, und so hätte es mal früher klappen können, Johnny. So. Und damit würde ich sagen, gucken wir uns schnell nochmal alles als Ergebnis an. So, werden die Ergebnisse auch so bestätigt? Schon. Ja, damit haben wir 4 Punkte und damit sind wir auf Platz 3 hinter Williams und wir haben Ferrari besiegt. Strategie auch schon damals gebottelt. Und damit würde ich sagen, für alle Leute auf YouTube, ich hoffe, dass es euch bestens gefallen hat. Das gerne Daumen nach oben, gerne Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann geht's weiter auf McLaren-Jagd. Ciao, ihr Lieben.